So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D Plattformer Game. Im vergangenen Abschnitt haben wir sozusagen den Level ein wenig mit Assets ersetzt. Das heißt, wir haben die Supergrid-Geschichten teilweise mit so einem Steg ersetzt und wir können auch natürlich schon in die 3D-Ebene wechseln und haben uns hier mal so einen kleinen Parcours aufgebaut, wo wir hier drüber jumpen, mal einen Gravity Boost brauchen, um dann eben zumindest mal über diese Brücke bis hier hinten zu gelangen. So, jetzt haben wir das Problem, wir können natürlich überall herunterfallen und jetzt laufen wir hier ein bisschen unter Wasser und das wollen wir natürlich nicht und das werden wir jetzt erst einmal abriegeln. Gut, und dazu gehen wir einfach mal auf unseren Third-Person-Character, also Third-Person-Blueprints, BP-Third-Person-Character und dann werden wir an dieser Stelle einfach mal einen neuen Custom-Event einführen. Das heißt, wir suchen uns hier ein hübsches freies Plätzchen und wir nehmen eine Variable, weil wir benötigen immer die Last Position von unserem Player. Gut, und diese Variable, die nennen wir jetzt einfach mal zum Beispiel Save Location. So, das wird meine Save Location und dementsprechend, man kann sich schon denken, die wird sein vom Typ Vektor. So, da haben wir unsere Vektorvariable Save Location eingeführt und jetzt geht es einfach darum, dass wir halt regelmäßig checken, was war unsere letzte Position, sind wir am Fallen, ja oder nein, und wenn wir praktisch irgendwo reinkommen in ein sogenanntes, ich nenne es einfach mal Teleport Zone, das wird ein eigenes Blueprint, dann soll das Ganze resettet werden auf diese Save Location. So, und dazu erstellen wir uns einfach mal ein Custom Event, rechte Maustaste, Custom Event, Add Custom Event und den nennen wir jetzt einfach mal ganz simpel Save Player Location. So, das wird unsere Save Player Location und dann können wir auch gleich durchstarten. Und zwar, was wollen wir denn eigentlich safen? In erster Linie müssen wir mal abfragen, wenn wir jetzt nicht im Fallmodus sind, also Unreal macht ja über das Character Movement auch im Sprungmodus is fallen true. Es wird also generell über Character Movement is falling abgefragt, ob sich der Character in der Luft befindet. Und das ziehen wir uns einfach mal raus, Character Movement. Und dann holen wir uns mal die is falling Geschichte. So, Movement is falling. Und wenn das Ganze jetzt zumindest mal true ist, das heißt, hier kommt ein Branch rein. Und dementsprechend können wir die Return Value wieder mit der Condition verbinden. Dann wollen wir das Ganze, also sprich die Save Location, nicht setzen. Das heißt, wenn wir in der Luft sind, dann brauchen wir uns den Punkt auch gar nicht merken. Und diesen Custom Event, den würde ich gern so sekündlich ungefähr aufrufen. Das heißt, solange wir in der Luft sind, machen wir hier einfach ganz simpel mal ein Delay. Und zwar geben wir dem Delay meinetwegen eine Sekunde, du kannst natürlich auch mit 0,5, 0,7, 0,8, das musst du selber austimen und dann, wenn das completed ist, wird diese Funktion wieder neu aufgerufen. Das heißt, wir machen hier wieder ein Save und zwar Save Player Location und damit wird diese Funktionalität immer im Sekundentakt durchgeführt. Gelaufen. So, das könntest du natürlich auch steuern über einen SetTimer bei Event oder SetTimer bei Function. Ich mag es jetzt hier einfach mal ganz billig, hätte ich gesagt. Und an dieser Stelle natürlich die Funktion, damit sie aufgerufen wird, müssen wir zu unserem Event Begin Play. Da werde ich mich mal ein bisschen hochhangeln dazu. Event Begin Play, hier ist es. Und da gehen wir da ganz am Ende hin. Da haben wir unsere ganzen UIs ja auch schon da. Und da rufen wir unseren Custom Event einfach mal auf. Und zwar über Save Player Location. So, damit ist er einmalig gestartet und er wird sich natürlich dann permanent wiederholen. So, jetzt können wir hier mal drauf drücken und wir haben hier beim Event Graph, da können wir dann auch sozusagen auf unsere Save Player Location hier unten per Doppelklick gleich wieder runterspringen. Und was passiert, wenn wir jetzt im Nicht-Fall-Modus sind? Dann werden wir hier ein bisschen runterscrollen und unsere Save Location Vector Variable einfach mal setten. Und zwar, wir sind nicht in der Luft, also wollen wir sekündlich mal abspeichern, wo wir denn waren. Und wo waren wir denn, wo sind wir denn aktuell pro Sekunde? Ganz einfach über Get Actor Location. So, das sind wir, das ist der Player und zwar
Target Self und damit wäre das Ganze abgespeichert. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich wieder in die Routine schicken, dass es dann praktisch sekündlich auch weiterläuft und dazu gehen wir dann hier oben wieder ins Delay rein. Das heißt, sind wir in der Luft, passiert gar nichts, sind wir nicht in der Luft, werden wir in diesem Intervall, je nachdem was du hier benötigst und einträgst, das Ganze sozusagen einfach mal abspeichern und saven. So, das ist die Save Player Location und dann würde ich sagen, machen wir auch gleich einen Kommentar außenrum, gleich mal einrahmen, ein C und dann sagen wir hier einfach mal Save Player Location, Save Player Location und zwar machen wir das Ganze für unsere Save Player Location vor. Ich nenne es einfach Teleport. Das finde ich ganz gut, Teleport Zone und die werden wir jetzt sozusagen noch erstellen. So, Farbe wieder dir überlassen. Ich habe es jetzt einfach mal eingerahmt. Dann können wir es natürlich auch wieder schön sauber hin und her schieben. Da müssen wir ja vorher nicht selektieren. So, dann gehen wir mal auf Compile. Und dann benötigen wir natürlich an der Stelle noch unsere Teleport Zone, die wir ja noch nicht erstellt haben. Das heißt, wir gehen auf unseren Level. Und dann dementsprechend, ich bin ja hier anscheinend ins Wasser gefallen, ich sehe ja nichts mehr, auf Content, wir gehen auf Blueprints. So, und wenn ich hier schon bin, dann wird gleich mal aufgeräumt, rechte Maustaste, New Folder und dann nenne ich das Ganze einfach mal 2D, 3D und dann einfach Switch, 2D, 3D, Switches oder Switches, so machen wir das genau. Und dann kommt diese ganze Geschichte hier rein. Von hier bis hier, da ist der Boom auch dabei, 2D, 3D und der Boom und das Ganze werden wir hier einfach mal mit Move hier rüberziehen und das ist die BPI der Menschen, die können wir eigentlich auch gleich mit hier hinzufügen, weil das passt ja auch gut zum Thema. So, dann haben wir das schon mal wieder weg und dann können wir an dieser Stelle jetzt mal weitermachen, das heißt rechte Maustaste, Blueprint Klasse und dann Actor und die nenne ich jetzt einfach mal BP underscore und dann Teleport und dann Zone. So, das wird meine BP Teleport Zone. Klingt wahnsinnig komplex, ist es aber nicht. Wir klinken das hier oben einfach mal kurz ein. Und jetzt benötigen wir an dieser Stelle einfach mal eine Collision Box. Ich gebe hier einfach mal Call ein und dann wähle ich eine Box Collision. So, gut, ich werde die jetzt auch gar nicht modifizieren, das werden wir wieder über das Construction Script erledigen. Das heißt, wir werden das Ganze jetzt erstmal ausführen und ausprogrammieren. Das heißt, von diesen drei Pins kann ich mich schon mal beruhigt trennen. So, dann wie üblich das Spiel, entweder hier rechte Maustaste, Add Event und Component Begin Overlap oder eben alternativ hier unten über die Event-Geschichte. So, diesmal müssen wir casten, weil wir benötigen unsere Save Location und so weiter, wollen auch ein Damage verursachen, wenn man da rausspringt. Das heißt, das ist an der Stelle jetzt kein Problem. Wir machen jetzt einfach mal ein Cast to Third Person Character. So, das ist auch unser Other Actor, dann haben wir den schon mal drin und dann holen wir hier aus unserem BP Third Person Character einfach mal die Save Location raus. So, Save Location über Get und dann werden wir hier die Actor Location von uns wieder zurücksetzen an unsere Save Location. Das bedeutet, wir ziehen hier einfach mal bequem raus und sagen einfach Set Actor Location. So, Set Actor Location und diese Actor Location wird sein unsere Save Location. So, das Target natürlich ist unsere Third Person Geschichte, deswegen auch der Cast. Man sieht schon, wir benötigen das öfter gerade an der Stelle. Und dann würde ich sagen, okay, wenn du da reinspringst, selber schuld, dann sollst du auch ein bisschen Damage bekommen. Und das machen wir mit Apply Any Damage. Oder Apply Damage heißt es genau. Apply Damage und der Damage Actor ist natürlich wieder unser BP Third Person. So, und die Base Damage, da gebe ich jetzt momentan mal eine 10 ein. Und dementsprechend können wir die auch natürlich wieder auslagern. Ich mache mal Promote to Variable. Da haben wir die Base Damage schon mal ausgelagert. Weil, wie du weißt, lagere ich sowas gerne immer in unserem Game Controller dann später ab. Aber fürs erste erstmal haben wir schon 10 eingegeben. Das heißt, wir sehen hier unten rechts auch die 10. So, jetzt wollen wir natürlich noch die Size und die Höhe von der Box verändern können. Das bedeutet, wir benötigen noch ein paar Variablen hier drüben links unten. Und zwar zum einen mal die Height. Und die wird sein vom Typ Float.
und dann werden wir noch eine zusätzliche benötigen und die heißt einfach mal Size. So, die ist ebenfalls vom Typ Float und dann haben wir die beiden schon mal vorrätig. So, und jetzt müssen wir die zwei natürlich noch public machen, das heißt entweder wir gehen hier aufs Auge, weil wir wollen sie im Viewport dann definitiv gleich unten im Detail rechts einstellen können. Natürlich alternativ können wir hier bei Size hier gehen auf Instance Editable, das ist das gleiche, als wenn wir hier das Auge aufmachen. So, dann gehen wir mal auf Compile und dann wechseln wir rüber in unser Construction Script. Gut, hier werden wir einfach mal die sogenannte World Transform einstellen. Das machen wir über Set World Transform und zwar von unserer Box. Wird auch schon angeboten, nehme ich gleich so mit. Die Transform, die erledigt praktisch sozusagen jetzt die Size, die Rotation und den Scale gleichzeitig. So, dann können wir das Ganze hier mal aufbrechen. Da haben wir hier praktisch jetzt plötzlich Location, Rotation und Scale. Und dann werden wir hier bei der Transform nochmal aufbrechen mit Split. Und dementsprechend haben wir hier schon mal die Location Z. Und das wäre unsere sogenannte Height. Und die werden wir hier gleich mal verbinden. Der Rest bleibt so, wie es ist. Wie du ja weißt, ist das Ganze ja innerhalb dieser Default Scene Route sowieso immer auf 000. Und hier werden wir dem Ganzen eine gewisse Höhe zuordnen. So, dann haben wir natürlich noch die Rotation. Die wird aber nicht beeinflusst an der Stelle. Nur der Scale wäre wichtig für uns. Das heißt, wir machen hier ein Split Struct Pin. Und dann haben wir hier natürlich die Size, die ziehen wir hier gleich mal rein mit GetSize und sagen, hallo Size, du bist jetzt mal Transform Scale X und du bist auch gleichzeitig noch Y. So, damit wäre diese Geschichte schon mal erledigt und dann können wir das Ganze schon mal in unseren Level einbauen. So, und dazu versuche ich einfach mal meine Teleport Zone Blueprint Geschichte einigermaßen mittig zu richten. Vielleicht eventuell dann doch auf den Default. Ich mache hier mal einen Select drauf, damit ich bei dem 500 bin. Und dann lege ich die Geschichte einfach mal hier so hin. So, jetzt würde ich sagen, gehe ich sogar noch ein Stück rüber. Man muss aufpassen, es wird später sehr schwer verschiebbar, weil wir das irgendwie über das Construction Script abwickeln. Und ich habe das mal probiert. Ich konnte es nicht schieben, zumindest nicht in der 5.5. Also einigermaßen versuchen, dass man so ausgemittelt ist. Gut, jetzt sind wir einmal hier und jetzt muss man sich einfach mal erinnern, dass es praktisch in den World Settings sozusagen eine Art Kill-Z-Geschichte gibt, wenn man das mal eingibt. Und jetzt steht hier so ein Wert von 104.875. So, ab dieser Position würde unser Player sozusagen gekillt und das wollen wir nicht. Wir wollen diese Funktionalität jetzt über unser BP Teleport Zone selber übernehmen. Das heißt, wir geben hier einfach mal ein Bounce und da gibt es hier Unable World Bounce Check. So, und das machen wir Disable, das schalten wir ganz einfach mal aus und damit kümmert sich dann auch Unreal nicht mehr um diese Kill-Z-Geschichte, weil wir jetzt explizit sagen, wir wollen das selber erledigen. So, dann gehe ich einfach mal auf Speichern und dann auf Detail und jetzt schauen wir mal, was wir hier so tun können und jetzt gebe ich hier einfach mal ein, bei der Size zum Beispiel, also markieren natürlich unseren BP Teleport Zone und bei der Size geben wir einen 300 und dann schauen wir einfach mal, was hier so passiert. So, dann habe ich hier schon mal ein bisschen was abgeriegelt von meiner Welt, zumindest bis dahin, was das Runterfallen angeht. Ich lasse es mal so stehen, wir können es ja nachher immer noch ändern. Wichtig wäre natürlich jetzt noch, dass wir unsere Height abändern. Und man sieht jetzt auch von der Seite, dass wir natürlich hier viel zu hoch sind. Das können wir natürlich auch drosseln. Ich hoffe, dass wir das können. Natürlich müssen wir vielleicht erst auf Speichern gehen. Und dann dementsprechend doch, wenn wir ein bisschen stärker ziehen, können wir das Ganze ein bisschen weiter runterlegen. So, jetzt schauen wir uns das mal von Unterwasser an. Das ist natürlich auch immer eine wichtige Frage. Wo sind wir denn hier genau? Ich muss sogar mit der Kamerageschwindigkeit in Wahrheit ein bisschen nach unten gehen. Ich gehe mal auf 1 und dann schaue ich mir das nochmal genau an. Jetzt stehe ich hier aktuell bei irgendwas. Du wirst auch bei irgendwas stehen. Das bedeutet, ich gehe vielleicht sogar noch ein kleines Stück hoch und in dem Moment habe ich das Ganze auch eingestellt. So, bei mir ist es beim unterhalb vom Schiff einigermaßen gut zu sehen. Ich probiere das mal auf die Ebene oder ich lasse es ein bisschen ins Wasser reingehen. Das denke ich macht auch Sinn, so ein klein wenig unter Wasser, dass das Ganze schon mal
praktisch im Wasser landet. So, und wenn wir das eingestellt haben und jetzt einfach auf Play gehen, dann sollte das schon funktionieren. Das heißt, wir springen rein und wir resetten sozusagen zu unserem Ausgangspunkt. Okay, gut, das habe ich jetzt so mal wahrgenommen. Ich würde sogar sagen, ich gehe noch ein kleines Stück tiefer. Das ist immer ein bisschen so ein Ausbalancieren und gehe ich einfach noch ein Stückchen tiefer und dann wieder auf Play. Und das wird meine sogenannte Killzone sein. Gut, mir zieht es auch jedes Mal 10 ab hier oben. Man sieht es auch, es kostet Energie und der Charakter spielt seine Animation-Montage, wo er definitiv Apply Any Damage sozusagen übers Interface recognized. So, okay, das war schon mal die Geschichte. Und jetzt bilde ich mir das einfach nur ein, dass ich gerne beim Apply Any Damage einfach mal so ein bisschen im Oldschool Arcade Style das Ganze ein bisschen aufflackern lasse. Das heißt hier Player Takes Damage, genau hier haben wir es auch. Und hier spielen wir die Montage ab, die spielen wir am besten vorher ab. Hier fragen wir, ob er komplett tot ist. Das heißt, das Ganze hier werde ich ein bisschen nach hinten rutschen. Das heißt, ich gehe hier mal ein bisschen mit dem Kommentar raus. Noch ein Stück weiter, ich werde ein paar Delays reinbauen. Einfach so einen altmodischen Flacker-Effekt und dann ziehe ich hier raus. So, dann Uncompleted, da werden wir einfach mal sagen Set Visible. Set Visibility und zwar vom Mesh. Das heißt praktisch das Mesh selber und alles, was unterhalb eingeklickt ist, wird jetzt einfach mal auf False gesetzt. Dann machen wir an der Stelle einfach mal ein Delay mit rein und dementsprechend wird 0,2 zu lang sein. Ich mache jetzt einfach mal ein 0,05 und dann können wir das Ganze wieder durchkopieren. Steuerung D. Und dann setze ich das nochmal dahinter und dann schalte ich die Visibility natürlich wieder ein. Ich habe wieder das Gleiche und an dieser Stelle werde ich dann auch wieder alles noch ein Stück nach hinten schieben. Das heißt, ich selektiere es mir einfach mal an, ich schiebe es nochmal raus. Ich werde es noch ein bisschen brauchen, bevor ich den Comment anpassen kann. Und dann haben wir es hier wieder, also hier haben wir es ausgeschaltet, 0,05, hier schalten wir es ein. Und würde ich sagen, machen wir das gleiche Spiel noch einmal. Das heißt, wir werden das Ganze nochmal so mitnehmen mit dem Delay. Ne, das Delay haben wir schon da. Das lassen wir dann ohne. Und dann gehen wir hier rein und dann sagen wir hier einfach mal, okay, uncompleted. Bist du nochmal unsichtbar und dann bist du nochmal 0,05 Sec, bist du nochmal weg und dann bist du wieder da. So, dann haben wir die anderen Geschichten hier so stehen. Die können wir auch so lassen. Die schiebe ich jetzt einfach mal so her und dann verbinde ich das wieder. Und dann haben wir hier so ein kleines altmodisches Aufflackern. So, den Kommentar kann ich hier natürlich auch ergänzen. Also im Endeffekt haben wir hier nichts gemacht wie Aus- und Einblenden an dieser Stelle. So, und dann auf den Level und dann auf Play. Und jetzt springen wir mal rein und schauen, was passiert. Und dann flackern wir zweimal in 0,05 Sekunden auf. Bisschen oldschool. Wir können natürlich auch noch ein paar Blutspritzer in Niagara hinzufügen, was auch kein Thema wäre später. So, also jetzt könnte das einzige Problem noch sein, dass unsere Landscape praktisch oberhalb von unserem BP Teleport Zone Geschichte ist und deswegen gehe ich mal hier rein und springe rein und das ist sie auch. So, jetzt würde ich vorschlagen, weil ich möchte ja ein bisschen ins Wasser springen, bevor ich dann auch wieder zurückspringe auf meinen Ausgangspunkt. Das heißt, wenn ich jetzt die Zonen etwas erhöhe von der Height, dann wird ab Klack, wird sofort flackern und nach oben donnern. Das bedeutet, ich werde meine Landscape jetzt einfach ein bisschen verändern. Ich hoffe, dass ich das so tun kann. So, dann klicke ich mal auf die Landscape. Jetzt werde ich mir einfach mal diese minus 1700 irgendwas, was ich da habe, in Speicher holen mit Ctrl-C. Und dann dementsprechend werde ich hier einfach mal nach oben fahren. So, und jetzt gehe ich rüber auf meinen Landscape-Mode. Und dann kann ich ja dementsprechend, ich bin mal auf 2048, 2000 irgendwas, dann kann ich ja mit dieser Shift-Taste ins Negative hinunter. So, und da werde ich jetzt alles mal so in Küstennähe einfach mal komplett hinunterfahren, dass da einfach mal so ein negative Landscape entsteht, dass mir die praktisch mit meiner Teleportzone nicht mehr
so im Weg steht. So, das sieht jetzt ein bisschen lustig aus. Ich werde wahrscheinlich hier drüben an der Stelle auch noch was machen müssen, weil hier springen wir ja auch rum. Das sollte vielleicht auch noch ein bisschen abgesenkt werden. Und dementsprechend kann ich jetzt wieder zurückgehen auf meinen Selection Mode. Ich klicke die Landscape an und dann werde ich mir diesen Wert, muss aufpassen, das Minus nimmt er beim Doppelklick manchmal nicht mit, bitte neu selektieren, Steuerung V und Enter. Und dann sind wir hier auch schon abgesenkt wieder. So, dann schauen wir uns das Ganze mal von unten an. Das sieht jetzt schon mal sehr gut aus. Das Ganze ist sehr gut abgesenkt und unser Teleport Zone, die läuft ja hier so durch. Man sieht es hier im Hintergrund. Die läuft eigentlich ganz sauber. Wir können sogar noch ein kleines Stück nach unten gehen, wenn wir wollen. Das könnten wir sogar tun. Das heißt, wir senken die sogar noch ein bisschen mehr ab und dann werden wir das Ganze einfach noch mal überprüfen, dass der Player ein bisschen ins Wasser springt. Okay, so kann man es ja eigentlich lassen. Man kann ja noch mit Post-Process unter Wasser noch eine andere Farbe einführen und, was es alles so gibt. Und dann die Taste E und dann da hinein. Und dann komme ich wieder nach oben und flacker meine 0,05 Sekunden einfach mal auf. So, dann checke ich das da hinten auch nochmal schnell durch, damit wir das dann auch haben. Das heißt praktisch, wenn ich hier reinfliege, fliege ich auch rein, dann mache ich meinen Gravity Boost und dann falle ich einfach mal hier hinten noch runter. Einfach mal nur zum Testen. Und wenn bei dir sich da irgendwas ergeben würde, dann musst du einfach das an der Landscape einfach mal kurz nachbessern. So, das war's mit mir. Ich bin zu oft gefallen. Das ist natürlich jetzt schlecht für mich. Und dann würde ich sagen, bereiten wir den Level noch ein bisschen vor. Wir werden noch ein paar Monster installieren, dass das alles mal klappt und auch so eine sogenanntes Blocking Volume, weil aktuell ist es so, dass der Player momentan ein bisschen schummeln kann. Er kann hier in den 3D-Modus gehen und dann könnte er sagen, wenn er nicht ganz sich so dumm anstellen würde wie ich, er könnte dann einfach sagen, er nimmt zum Beispiel mal diesen Gravity Boost und springt dahinter und dann kann er hier im 3D-Modus sauber weiterlaufen und das möchte ich natürlich jetzt an dieser Stelle noch verhindern. So, und dazu werden wir uns einfach mal so ein paar so Blocking-Volumes reinholen. Und dazu gehen wir auf hier oben Quickly Add to the Project und geben einfach mal einen Block. So, da gibt es die sogenannten Blocking Volume. Das ist nichts anderes wie so eine Collision Box. Und die ziehe ich mir jetzt hier mal rein. Ich bin ja hier oben noch defaultmäßig auf True. Das heißt, meine Blocking Volume Geschichte liegt bei Y500. So, jetzt kann ich die ganze Sache natürlich ein bisschen schmäler machen. Hier geht es lediglich um ein Overlap. Das heißt, ich mache es mal schmäler, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Sagen wir mal so. Und dann schiebe ich das mal hier ganz an den Rand. So, dann habe ich das schon mal so da. Und jetzt muss ich es nur noch in der Size verändern. Das heißt, Space-Taste. Und jetzt würde ich sagen, so weit ungefähr wird reichen. Das heißt, ich schiebe das auch vor bis zu dem Pfosten, damit hier keiner cheaten kann an der Stelle. Ich würde sagen, den Pfosten überlappe ich sogar ein bisschen. Und dann gehen wir ein Stück nach oben. Und dann hoffe ich, dass meine Proportionen jetzt hier so ausreichend sind. Wir können auch noch ein bisschen in die Richtung gehen. Immer aufpassen, dass wir hinten mit dem Pfosten so overlappen und dann können wir einfach die Alt-Taste drücken und werden das Ganze hier rüber kopieren zu dem anderen Pfosten. So, jetzt schauen wir nochmal an, dass wir das weg haben von unserer normalen Laufebene. Das heißt praktisch, gut, ich schaue es mir mal beim zweiten an, es liegt jetzt praktisch hier drin. Wir können eigentlich sogar noch ein Stück rausgehen. Nee, müssen wir gar nicht, bei der Lauflinie ist bei 500 in der Mitte. Das heißt, ich gehe mal auf Save und dann einfach mal auf Play. Und dann schaue ich mal, ob ich noch cheaten kann. So, jetzt laufe ich vor, jetzt drücke ich die Taste E to Interact. Jetzt laufe ich mal rein und dann würde ich sagen, nehme ich mir mal so einen Gravity Boost und springe einfach mal los. Und man sieht, ich werde einfach abgeblockt. So, ich kann auch von hier springen. Ich werde abgeblockt. Ich kann nochmal einen Gravity Boost nehmen und ich werde abgeblockt. So, das ist natürlich eine Einstellungsfrage. Du musst natürlich wieder Trial und Error spielen, bis das Ganze dann perfekt klappt. Aber ich denke, so in dieser Größenordnung funktioniert es auch schon ganz gut. So, und dann stellen wir uns noch ein paar so kleine Monster mit rein. So viel Zeit muss sein. File, Save All. Dann gehen wir auf Content, wir gehen auf Enemies und dann gehen wir auf Monster, auf Blueprints. Und da haben wir ein paar so Monster auf der 2.5D-Ebene vorbereitet. Aber ich würde sagen,
sagen, die ABP, die verwirren, da werden wir gleich mal einen New Folder machen, rechte Maustaste, New Folder nennen wir, Anim, Anim BP oder S noch dahinter, Anim BPs, und dann werden wir die alle sozusagen da mal reinschieben. So, ich nehme mal die 4 mit und die schiebe ich in die Anim BPs mit Move hier. So, dann haben wir die schon mal drin und jetzt legen wir die Monster einfach mal hier rein. Also aufpassen, hier oben natürlich Default selektiert auf 500 und dann ein bisschen nach oben und die Ende-Taste und dann dementsprechend hier drüben kontrollieren, wo wir denn stehen. Aktuell mal wieder nicht auf 500 und das werden wir dann gleich mal ändern. So, 500, ganz klar, warum das so ist, weiß ich nicht mehr. Kopieren Sie durch, das bedeutet, alle bleiben auf der gleichen Schiene. Dann können wir natürlich noch so einen mit reinstellen, das ist auch kein Thema. Und der kommt auch praktisch nach oben mit der Ende-Taste nach unten und bekommt im Y-Wert ebenfalls eine 500. So, und dann nehmen wir noch einen bösartigen mit rein. Der bekommt auch hier in der Y die 500 und auch einmal nach oben, einmal nach unten. Und dann können wir vielleicht noch jemanden fliegen lassen. Natürlich vorausgesetzt, wir stellen bei Y wieder 500 ein, weiß der Geier warum. Und ich werde den einfach ein bisschen höher legen, damit das Ganze praktisch dann auch so unterwandert werden kann im Crouching. Ich gehe mal stark so davon aus, dass die Höhe so einigermaßen passt. So, und jetzt werde ich hier noch einen hinlegen, das heißt, ich werde mich hier trennen von meinem Default. Und da mache ich jetzt einfach auch mal einen bösartigen drauf. Den werde ich nach oben setzen, nach unten. Und das müssen wir jetzt mit der Hand korrigieren natürlich, weil wir müssen ihn mittig ausrichten. So, der steht schon mal ganz nett da. Er hat irgendwie dann, wo sind seine Pfeile denn eigentlich? Ich sehe es gar nicht genau, ich sehe nur den Y ein wenig. Vielleicht rutschen wir noch ein wenig nach drüben. Und da legen wir jetzt einfach mal auch zwei mit rein, damit das Ganze etwas stressiger wird. So, dann gehen wir hier einfach mal auf Play und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich laufe mal durch und schauen mal, ob die ganzen auch sozusagen dann in Bewegung sind. Sie können sich gegenseitig erkennen. Genau, sie haben ihre Sonderfunktionalitäten mit drin. Ich springe einfach mal hoch und drüber und dementsprechend werde ich dann wahrscheinlich auch bald ein paar Bösartigen begegnen. Den können wir ja so auslöschen. Der verschwindet ja sowieso gleich, den können wir nicht schießen. Und bei dem kriegen wir natürlich Abzug in der Gesundheitsliste. So, wo ist der andere? Der wird wahrscheinlich drüber hinausgeflogen sein. Okay, gut, da müssen wir uns natürlich später noch drum kümmern. Ich würde sagen, ich mache den mal platt, schieße den anderen einfach weg und laufe mal rüber zu meiner sogenannten 3D-Ebene. So, dann kann ich mal die Taste E drücken, dann gehe ich hier rein. Dann gehe ich hier rüber aufs Boot, dann springe ich hier hoch, ich springe noch eins weiter, ich drücke die Taste 2 für meinen Gravity Boost und dann habe ich hier zwei. Oh, die kommen alle gleichzeitig, das ist nicht so angenehm, aber ich bin ja im 3D-Modus fast gewesen und da kann ich eigentlich fast beruhigt dran vorbeilaufen, bis ich dann da hinten bin. Aber die sind noch ein bisschen verwirrt, die sind praktisch jetzt nicht so stark jetzt an die 3D-Ebene gewöhnt. Das müssen wir denen noch beibringen. Aber wir werden für die 3D-Ebene natürlich 3D-Gegner haben. Das heißt, wir werden auch keine 2.5D-Geschichten hier einsetzen. Also immer aufpassen mit diesem Teleport-Zone, dass die praktisch oberhalb von der Landscape ist, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das gleiche werden wir hier draußen natürlich auch haben, das Problem. Aber wir können ja diese ganzen Proportionen ja noch angleichen und zu jedem beliebigen Zeitpunkt modifizieren. So, jetzt möchte ich hier hinten erstmal noch so einen Endpunkt setzen mit so einem Monster. Ich gehe mal auf Content und dann nehme ich mir mal die 4 Evil Dragon PBR raus oder nehme ich mir die normalen. Das ist ja jetzt aktuell gleich. Ich hole mir nur mal eine Animation und ich werde mich mal für den Soul Eater entscheiden. So, da gibt es hier eine Geschichte. Natürlich werden wir das jetzt noch nicht richtig in einen Battle Animation Blueprint verwandeln. Das heißt, ich möchte einfach mal so eine Idle Sache. Hier gibt es eine Idle 01 und die klinke ich jetzt oben erstmal bei Default wieder ein und dann setze ich die mal hier so
ab. So, dann einfach auf die Ende-Taste. Ich drehe das Ganze mal, aber zuerst mal oben wieder die 10 Grad selektieren, dann drehe ich das um 90 Mal herum und dementsprechend sitzt der hier und wacht. So, dann müssen wir mal wieder schauen, wo der sitzt, exakt auf 500, das ist super und wir sind hier ausgecentert. Das heißt, ich kann den versuchen mal hier so hinzustellen. Gut, dann habe ich hier schon mal so eine Art Blockgeschichte mit eingebaut und jetzt sehe ich hier im Outliner, ich denke, ich habe mein Verzeichnis Enemies und Monster mitgelöscht bei meinen Löscharbeiten hier hinten in meinem Prototyping, wie es aussieht. Und dementsprechend werde ich mal meine Monster wieder anklicken, der Ordnungshalber, und dann dementsprechend rechte Maustaste. Wenn du deinen Folder noch hast, sei glücklich, nimm den her. Und ich sehe gerade, ich habe ihn nicht, also Create New Folder. Und dann nenne ich das Ganze einfach mal wieder, wie habe ich es genannt, Enemies. Und zwar unter Enemies, da habe ich dann einfach mal so Monster 2D gehabt oder haben wir es NPC genannt, ich weiß es nicht mehr genau. Ich mache jetzt einfach mal Enemies und dementsprechend Move to Create New Folder und dann sage ich mal Monster 2D oder 2.5, ich mache 2D draus. So, das sind meine Monster 2D und dementsprechend wollte ich ja noch die Variable von der Teleport Zone, soweit ich mich erinnern kann, hier steht ja Base Damage, da haben wir ja aktuell eine 10 mit drin. Das heißt, wenn wir praktisch unseren Level verlassen oder von irgendwo runterfallen, dann sollen wir eine gewisse Anzahl an Schaden erleiden. Und diese Base Damage würde ich gerne in meinen Game Mode integrieren. Das mache ich gleich, bevor ich es vergesse. Das heißt, ich gehe hier mal auf Level, auf Content, auf Third Person, auf Blueprint und dann in unseren BP Third Person Game Mode. So, und haben wir hier unten ja schon schön aufgeräumt. Da haben wir jetzt drin die Components, die Setup-Variablen und den Timer. Und hier werden wir eine zusätzliche Variable benötigen. Und zwar, ich nenne sie einfach mal Teleport. Ich glaube, du weißt, was gemeint ist. Teleport Zone und dann einfach Damage. So, das ist mein Teleport Zone Damage und das ist vom Typ Float und dementsprechend gehe ich mal auf Compile. So, jetzt werde ich dem Ganzen aber trotzdem bei 10 belassen. Das heißt, ich mache hier drüben rechts nach dem Kompilieren eine 10 rein und wir werden diese Variable natürlich noch uns herholen müssen in der Teleportation selber. Und das heißt, wir machen hier ein Event Begin Play, Event Begin Play und dementsprechend casten wir schnell zu unserem Game Mode, Cast to BP Underscore Third Person Game Mode und das Objekt ist wie üblich ganz simpel Get Game Mode und dementsprechend werden wir hier SBP Third Person Game Mode rechte Maustaste Promote to Variable und da sagen wir hier unten, das wird sein mein sogenannte Game Mode Ref. So, meine Game Mode Referenz, ich caste nicht gerne, aber ich denke, es ist wesentlich besser, wenn wir die Variablen hier drüben alle im Griff haben. Die Teleportation, die kann ich gleich mal wieder in meine Setup schieben, dass ich weiß, das gehört da dazu. Da habe ich meine Basiseinstellungen einfach an einer Stelle, sonst werde ich da irgendwann verrückt, wenn ich das Ganze mir immer wieder hersuchen muss. So, und jetzt müssen wir das nur noch implementieren. Das heißt, wir ziehen hier von dem Game Mode Ref raus über Get und dann werden wir einfach mal wieder rausziehen und sagen Get Teleport Zone Damage und die werden wir jetzt verlinken als Base Damage. So, nun rutsche ich das noch ein bisschen hin und dementsprechend können wir jetzt über den Game Mode den Schaden definieren und deklarieren. Gut, dann haben wir das auch drin und was ich mir jetzt noch anschauen möchte, natürlich diese Geschichten hier, diese Angriffsgeschichten, die funktionieren nicht wirklich im dreidimensionalen Raum, doch würden sie eigentlich schon, aber die haben zur Problematik, ich gehe mal drauf schnell auf meine BP Monster Turtle Shell 2, also ich editiere einfach mal mein sogenanntes Turtle Shell Monster Child Blueprint und da haben wir ja diesen genau Actor Component Begin Overlap und da mache ich ja hier ganz simpel, weil ich bin in der Laufrichtung auf 500 oder auf 1100, vollkommen egal, da mache ich einfach, dass sich das Monster zu mir herdreht und an dieser Stelle müssten wir das natürlich dann abändern, weil in dem Moment, wo wir im dreidimensionalen Raum stehen, nützt uns ein Find Look at Rotation nichts, weil wir ja hier an dieser Stelle dann die Actor Rotation setzen. Das bedeutet, unser Monster dreht sich dann seitlich irgendwie hin in irgendeiner Gradgeschichte und
kann dann dementsprechend seinen Pfad oder so und so weiter nicht mehr aufnehmen. Gut, aber das merken wir uns einfach mal. Da würde ich ganz einfach mal sagen, dass das einfach nicht funktioniert im 2D-Bereich. Das müssen wir hier an dieser Stelle dann einfach mal ändern. Ich werde einfach mal das hier so selektieren. Das klammere ich auch aus, das klammere ich aus, das klammere ich aus und dann versuche ich, ja egal, nehme ich mit. Das werde ich jetzt mal als Kommentar rumschlagen. Da schreiben wir mal rein, to do, genau für den 3D, für 3D Space. So, das wird mein to do 3D Space, damit ich das auch weiß und dementsprechend kümmern wir uns da zu einer späteren Zeit. Gut, dann gehe ich jetzt zurück an der Stelle, wo ich jetzt diese Angriffsturtle habe, werde ich jetzt ganz simpel mir einfach mal so ein Mushroom reinstellen, weil die, die nicht angreifen, dementsprechend darauf ausgelegt sind, dass sie nicht auf uns praktisch den Blick richten und dementsprechend können die hier sich frei bewegen. So, ich ziehe das Ganze mal rein, aber vorher mache ich mich erstmal frei von meinem Default 500. Dann versuche ich das hier mal so hinzulegen. Das heißt, das klappt jetzt auch noch nicht so super, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, ich bin zu weit weg. Aber egal, die Mühe mache ich mir jetzt schnell. Schiebe ich ihn rüber. Habe eh Glück gehabt, einigermaßen, wie es aussieht. Dann ziehe ich ihn rüber. Dann mache ich die Ende-Taste. Und dann hoffe ich, dass ich da unten angekommen bin. Und dann können wir diesen hier natürlich auch gleich nochmal durchkopieren. Sicherheitshalber nach oben die Ende-Taste. Und dieser hier wird ebenfalls funktionieren, weil der auch keinen Angriffsmodus hat und um den anderen werden wir uns dann später mal kümmern. So, gut, jetzt sehe ich hier, werde ich noch ein Stück mich hier drehen, das heißt, ich gehe hier mal raus, dann drehe ich mich hier noch ein bisschen rein und dann werde ich das vielleicht noch ein bisschen rüberschieben. Jetzt schaue ich mal, wie hoch das denn da ist. Da müssten eigentlich alle so weit drüber kommen. Ich denke, das ist eigentlich so ganz in Ordnung. Das könnte also funktionieren. Ich gehe einfach mal auf Simulate und schau mal an, was die da so veranstalten. Ja genau, die gehen hier bis zum Rand, sie schaffen es auch über die Treppe. Und wie gesagt, der andere macht das mit dem Find Look at Rotation. Das bringt ihm natürlich voll aus der Fassung. Da müssen wir dann leider nicht so richtig nur mit der Rotation arbeiten, sondern auch mit der Location. Aber einsatzfähig sind sie natürlich bis auf diesen Find Look and Rotation Befehl. So, dann haben wir das sozusagen auch. Dann habe ich das auch erledigt und dementsprechend kriege ich bei Simulate natürlich meine Fehlermeldung, dass mein Player Ref nicht funktioniert. Ist ja klar, ich habe auch keinen Player drin. Das heißt, wir schalten kurz mal um und dann gehen wir wieder auf Stopp und dann sind wir wieder da, so wie wir das gerne immer testen im Play-Modus. So, was wollte ich denn jetzt noch machen? Ganz wichtig natürlich noch ein sogenanntes Fix-Up-Redirectors. Ich habe ja viel verschoben in den AnimBP-Ordner und so weiter. Das heißt, ich gehe hier mal auf All Content und dann Update Redirector References. Und wir sehen schon, hier gibt es ein bisschen was zu tun. Ich habe auch die Switches sozusagen umverlegt und dementsprechend war das ausnahmsweise mal eine sinnvolle Tat von mir. Gut, dann haben wir das schon mal fertig. Und jetzt teste ich das Ganze ein letztes Mal durch, das heißt, ich springe hier mal rein, ich komme hier wieder hoch, genau, ich kriege 10 Abzug. Da möchte ich auch nachschauen, ob mein Endanimationsmonster zumindest mal den Steg blockiert, so wie ich das geplant habe. Das heißt, ich laufe da einfach mal hinter. Dementsprechend bin ich jetzt über meinen Switch drüber gehupft, dass er nicht auf die 135 Grad sich eingestellt hat. Okay, das kann natürlich passieren. Der wird sich jetzt kurz noch flippen, genau wenn ich da einen Jump mache. Vielleicht sollte man das dann auch länger ziehen. Das ist natürlich je nach Gameplay wieder unterschiedlich. So, dann gehe ich mal in den 3D-Raum hinein. Ich springe jetzt mal absichtlich hier rein. Das klappt auch, das haben wir ja vorher schon getestet. Dann gehe ich mal aufs Boot. Ich gehe hier drauf und dann möchte ich hier rüber. Das kann ich nicht. Das heißt, ich brauche hier mal einen Gravity Boost und dann bin ich zumindest schon mal in der Lage, dass ich bis da hinten zu diesem Felsen mich vorhangeln kann. Gut, okay, dann würde ich sagen, das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat dir wie immer etwas Spaß gemacht und über ein Like oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und dann sehen wir uns im nächsten Abschnitt. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.